Hier Sand in Frankfurt an ihrem Freitag und der Fußball-Hessenligist SC Hessen Dreieich, der muss ja morgen auswärts gegen Vellmar ran. Und die Dreieicher, die waren zuletzt stark drauf, mussten letzte Woche aber leider gegen Wiesbaden eine Niederlage wegstecken. Und bei mir am Telefon, da ist jetzt der Spieler Dennis Talian. Dennis, es kommt ja eine schwere Auswärtsspielsituation auf euch zu, trotzdem müsst ihr da Punkte mitnehmen. Bist du da eigentlich zuversichtlich? Ja, wir haben ja 5 Spiele, waren wir ungeschlagen. Letzte Woche einen Rückschlag erlitten, aber das wirft uns nicht aus der Bahn. Okay, als Abwehrspieler ist man ja normalerweise dafür zuständig, Gegentore zu verhindern. Du bist aber so ein richtiger Kopfballspezialist. Meinst du, morgen ist mal wieder so ein Tag, wo du triffst? Ja, hoffen wir es. War ja im Laufe der Saison immer kurz davor. War gute Chancen gehabt, aber wollt nicht rein, das Ding. Vielleicht gebe ich morgen nochmal 2-3% mehr im Offensivkopfball und dann gelingt mir vielleicht ein Tor. Zu guter Letzt, was ist so dein Tipp für das Spiel gegen Vellmar? Wenn wir unser Spiel wieder abrufen wie letzte Woche, was einer der besten Saisonspiele von uns war, denke ich mal, und unseren Chancen nutzen, sollte es auf jeden Fall ein Sieg werden. Wenn wir hinten zu Null spielen und vorne auf jeden Fall wieder ein Tor machen, sollten wir die 3 Punkte mit nach Hause bringen. Der SC Hessen Dreieich, der trifft morgen auswärts auf Vellmar. Um 3 geht's los. Antenne Frankfurt 95.1.